hallo, ich darf euch wieder am Samstagabend zu unserem Taubertalk hier in der Grünewaldhalle recht herzlich begrüßen. Unser Gegner, die TSG Pforzheim, wird vertreten von ihrem Trainer, von Timo Hufnagel, und unserem Trainer, der Martin Kolb, ist auch wieder hier am Tisch. Das Spiel ging 35:31 für die HSG Dietigheim-Taubertalk aus. Mal wieder ein Heimsieg, muss man so sagen. Die letzten 4 Heimspiele, 3 Heimsiege, ein Unentschieden, heimstark. Aber auch hier, Timo, ein großes Kompliment an die TSG Pforzheim mit vielen jungen Spielern heute angereist und heute Mittag schon ein Doppelspiel. Wirst du gleich vielleicht noch was dazu sagen und ein kleines Statement zum Spiel? Hallo erstmal, natürlich Gratulation zum Heimsieg, der war auch absolut verdient. Bei uns war es so, dass die Jungs Großteil heute Mittag schon in der Badeliga A-Jugend gespielt haben, was auch wichtig war, weil sie Tabellenführer sind. Und bei uns war natürlich die Personalsituation nicht so, dass man jetzt auf die Jungs hätte verzichten können. Da zeigt gleich unser Drittliga-Team in Blochingen spielt und alle Jungs unter 21, die normalerweise hier auch mit auf der Platte stehen, dort im Einsatz sind. Insofern muss man sagen, war das okay, wie die Jungs sich hier verkauft haben. Ich war gerade noch in der Kabine, bis zur Halbzeit absolut in Ordnung. Dann halt zwischen 30. und 40. Minute, ja, jugendlicher Leichtsinn, habe ich es mal überschrieben. Wurfsituationen genommen, die ich nicht unbedingt nehmen muss. Dann war das Spiel gegessen, was ich den Jungs wirklich auch gerade gesagt habe, was ich ihnen hoch anrechne, ist die kämpferische Leistung, die sie hier über 60 Minuten gebracht haben, obwohl manche doch durchaus um Zahnfleisch dahergegangen sind. Insofern Sieg in Ordnung, Ergebnis haben wir da noch etwas angemessen gestaltet aus unserer Sicht. Insofern war es okay für uns. Super, kurze Frage, wahrscheinlich wo viele interessiert. Viele A-Jugendliche, trainierst auch du die A-Jugendliche in der zweiten Mannschaft oder sind die separat? Wie ist das bei euch geregelt? Also normalerweise macht das Training für eine zweite Mannschaft der Flo Tafel, aber der sollte jetzt hoffentlich ein paar Tore in der dritten Liga schießen. Und ich bin bei der A-Jugend mit dabei und habe dann gesagt, logischerweise, dann gehe ich halt mit. Ich vertrete Flo als manchmal, wenn es notwendig ist. Wäre auch gern bei der ersten Mannschaft heute auf der Bank gewesen, aber leider, ja, wie gesagt, haben wir halt dann gucken müssen, wer das angemessen vertreten kann. Insofern, ja, die Jungs kennen mich, es kennt mich jeder, wir machen das Training zusammen, teilweise einmal der Flo, einmal ich. Bei der dritten Einheit in der Woche gucken wir, wie wir es regeln. Insofern war das jetzt kein Neuland vom Personal her. Und dann noch so, ich habe mir auch vor dem Spiel das Ganze mal angeguckt. Quote waren eigentlich, man muss auch sagen, ihr habt jetzt in der Runde zweimal auch schon Eppelheim den ersten geschlagen, ne? Auch Rot habt ihr geschlagen. Die letzten 5 Spiele ging es eigentlich Heimspiel gewonnen, auswärts verloren. Siehst du da auch eine kleine Schwäche oder aufgrund von Personalnot? Zu Beginn der Runde waren wir natürlich top, auf der 1 gestanden relativ lang. Was wir hatten, waren diverse Verletzte von Spielern, die sagen wir, Mitte, Anfang 20 sind, also nicht mehr im Jugendbereich im Einsatz sind. Teilweise einer hat irgendeine Art von Rheuma, der kann kein Ball aufs Tor werfen. 1, 2 Langzeitverletzte. Insofern war klar, dass wir gucken müssen, dass wir die Heimspiele mit dem Personal gewinnen, wenn die Jungs von der A-Jugend auch mit zur Verfügung sind. Und die U21 Spieler aus dem Drittligakader. Insofern ist es halt öfter mal auswärts der Fall, dass man halt dann sagen muss, okay, probieren wir, was geht. Wenn nichts geht wie heute, muss man es halt akzeptieren. Okay, besten Dank. Timo, ein Lichtläufer, wenn du willst, kannst du gerne aufmachen. Radler oder ein Pilz. Martin, stehst wieder da, glücklich. Ist immer nicht schlecht, wenn das Heimspiel gewonnen wird. Ich glaube, der Sieg war für jeden jetzt, wo man schon gesehen hat, eine klare Sache. Ich glaube, heute ist zwingend auch zu sagen, dass du die Jungen eingesetzt hast, gleich von Anfang an. Erzähl kurz, wie du draufgekommen bist und auf Fazit des Spiels. Ja, schönen guten Abend zusammen. Erstmal, Timo, riesen Respekt an deine Truppe nach 60 Minuten Badenliga A-Jugend, nochmal dir den Kampf anzunehmen. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht, auch wenn es zwischendurch die Kräfte euch ein bisschen verloren haben, aber da muss man wirklich den Hut ziehen. Da habt ihr eine super Truppe noch auf die Beine gestellt und die haben alles gegeben. Also da auch nochmal Hut ab von der TGS Pforzheim oder von der A-Jugend von der TGS Pforzheim. Also sehr, sehr gut gemacht heute und uns einen sehr guten Fight trotz alledem noch geboten. Ja, kurz mal zum Spielverlauf vielleicht. Verdienter Sieg, ja, natürlich hin oder her. Ich fand es dann
wie wir es zum Ende hin rausgespielt haben, ein bisschen schlampig. Da hätte man das souveräner nach Hause spielen können. Das hat mir heute nicht so gut gefallen. Da muss man schon drüber sprechen, wie das von erfahrenen oder den älteren Spielern nach Hause gespielt wird, das Spiel dann am Schluss. Aber es hat natürlich heute auch die Plattform gegeben für die jungen Spieler. Dann mit 10 Toren waren wir dann weg. Dann war für mich auch klar, jetzt können wir beide Jungs auf die Platte bringen. Der Simon hat es von Anfang an sehr, sehr gut gemacht, hat dann auch seine Tore erzielt. Also da ganz, ganz großes Lob an unseren Jüngsten, glaube ich, heute im Kader, der Simon. Und der Bendix dann am Schluss, man hat, glaube ich, heute schon phasenweise sehen können, dass er Playmaker-Qualitäten hat und auch vollstrecken kann. Und die Jungs müssen jetzt peu à peu in den Herrenbereich reinwachsen und ein bisschen körperlich zulegen und dann können sie da auch mithalten. Und das werden wir jetzt so die nächsten Wochen angehen, aber mich freut es enorm heute für diese zwei Jungs, dass die endlich jetzt dieses Erlebnis erste Mannschaft mitnehmen konnten. Ich denke, das war auch ein Zeichen so ein bisschen an die anderen jungen Spieler, die nachrücken, dass wir unbedingt gewillt sind, solche jungen Talente mit einzubauen. Und die bekommen jetzt peu à peu die Spielzeit. Und dass natürlich dann ein oder andere Fehler auf einer Halbdeckungsposition passieren, die 1 gegen 1 verloren werden gegen die Hand, das kann man den Jungs heute zugestehen. Mich freut es einfach nur, dass die heute sich zeigen konnten vor so einer tollen Kulisse heute wieder. Das war super. Und ich denke mal, den beiden Jungs hat es sehr, sehr Spaß gemacht heute. Und ja, ich hoffe, sie bleiben am Ball und werden hier irgendwann mal prägende Spieler werden. Martin, gerade zur ersten Halbzeit wird uns ja auch häufig eigentlich, dass der Gegner Manndeckung nimmt, den Felix und den Viktor. Hier muss man sagen, dass der Max wirklich in der ersten Halbzeit genau diese Lücke gefüllt hat. Gehst du davon aus, dass es eigentlich jetzt häufig so sein wird, dass ein Gegner gleich die zwei Mann deckt? Und was versucht er jetzt da immer mehr zu agieren? Dirk, das ist jetzt gefährlich, was du gesagt hast. Also ich weiß nicht, wie die Gegner uns die nächsten Wochen analysieren, aber den Taubertalk schauen sie, glaube ich, an. Nee, man sieht ja, selbst wenn die beiden weggenommen werden, der Felix von hinten raus, der hat ein Tempo drauf, das ist unglaublich. Und dann trifft er sogar auch noch die richtige Entscheidung, auch wenn alle schreien, rechts außen ist frei, spielt rechts außen, aber er trifft zu 80% die richtige Entscheidung. Und Viktor sieht man, wenn er den von Anwurf aus wegbekommt, ja, dass der in sein Tempo kommt, dann ist er auch sehr schwer zu halten. Also wir wissen schon Mittel und Wege, wie wir den noch ins Spiel kriegen. Allerdings muss man natürlich dann auch, wenn du es schon gesagt hast, Max da einen ganz großen Kompliment aussprechen. Der hat so gute Kreisanspiele gebracht. Ja. Da natürlich auch musste solche Kreisläufer haben, die Bälle verarbeiten. Und wenn das dann funktioniert, dann können die Gegner meinetwegen jedes Spiel die Jungs wegnehmen, die zwei. Und dann haben wir Räume für uns. Und das haben der Steffen und der Pummi heute wieder super gemacht mit den Assists von Max. Das harmoniert und es passt. Von daher sehe ich das jetzt nicht so dramatisch, wenn die Jungs oder die Gegner uns da wegnehmen von Anfang an. Die Räume sind am Schluss da für uns und die nutzen wir aktuell sehr gut. Dann noch vorausblickend, letztes Auswärtsspiel. Da wieder volle Kapelle, Tizian und eventuell auch der Johnny. Ja, Tizi, denke ich auf jeden Fall, er ist heute beim Skifahren, Hals- und Beinbruch an dieser Stelle. Ich hoffe, er kommt gesund zurück und der Jonathan hat seine Weisheitszähne gezogen bekommen. Hoffe aber auch, dass er wieder ins Training einsteigen kann. Aber ich sage mal so, auf der Rechtsaußen, da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Der Simon rutscht da hinten nach und macht seinen Job da bestimmt auch die nächsten Wochen gut, solange er dabei ist. Der Alex wird uns nächste Woche auch noch fehlen und der Max Engert wird uns nächste Woche fehlen. Also wir sind wieder leicht dezimiert, aber wir gehen jedes Spiel an. Ja. Wir probieren jedes Spiel zu gewinnen, auch in der Ferne. Und dann gucken wir, dass wir in der Tabelle noch klettern können und das ist möglich. Und am Schluss, ich habe es jetzt die letzten paar Male schon gesagt, wir möchten einfach eine gute Platzierung erreichen am Ende und dann ist alles gut. Alles klar. Besten Dank. Zum Schluss, Timo, ist unser kleines Gewinnspiel. Heute jeweils zwei Eintrittskarten, eine Tageskarte für das nächste Heimspiel. So, wir haben hier die Nummer 1199. 1199 Alles klar, hier. Ja, hoffentlich auch von mir, dass er wiederkommt. Ja, sehr gut. Hier sind zwei Eintrittskarten. Besten Dank. Und dann habe ich hier die nächste Nummer, die 1143. 1143. 1-1-4-3. Einmal noch die 7-6. 7-6. 76. Ist noch jemand da mit der 76?
Dann nehmen wir die nächste, die 1128. So wie auf dem Rummel, die 1128. Kauft Lose. Wie sieht's aus? 1128. Oh, 1128. Der Papa. Hier, für dich zwei Eintrittskarten. Alles klar. Besten Dank für alle. Trinkt noch gerne ein kleines Distelhäuser. Wir wollen jetzt ganz gut bedienen und dann besten Dank für den Abend. Ciao.